Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Als mich ein Freund fragte, was heute auf der Tagesordnung steht, und ich sagte Pferdekutschen, da sagte er gleich, na, da kannst du ja die ganze Kapitalismuskritik mit anbringen von Ausbeutung und Selbstausbeutung, Pferde als Betriebskapital, Marktanalyse, Angebot und Nachfrage und so weiter und so fort. Ich werde das nicht tun. Nein, ich werde es nicht tun. Reden wir etwas sachlicher über das Thema. Berlin hat Probleme in der Innenstadt. Es ist laut, stickig, staubig, es gibt verstopfte Straßen und im Sommer wird es zeitweise unerträglich heiß. Das sind Zustände, die für Mensch und Tier an der Lebensqualität nagen. Berlin ist aber auch eine Stadt, die Gegensätze und Geschichte aushält. In der Gebäudestruktur wird es besonders sichtbar. Hier haben wir schon neobarocke Schlösser und Gärten neben moderner Architektur und wollen weiter Hochhäuser mit Stahl und Glas. Dass da einige Menschen auch den Wunsch haben, mit einem Fahrzeug aus längst vergessenen Tagen durch die Stadt zu fahren, hat das Geschäftsmodell Droschkenkutschen in der Innenstadt erst auf den Weg gebracht. Meine Damen und Herren, das Anliegen des Tierschutzes ist keine Nebensache. Das Miteinander von Mensch und Tier ist Alltag. Das Thema Pferde in der Stadt ist auch hier im Parlament schon durch mehrere Ausschüsse gegangen. Ein Beschluss zum Pferdesport haben wir heute gerade schon auf der Tagesordnung gehabt, kam nicht zur Diskussion, aber es war drauf. Die Probleme bei Kutschpferden haben uns 2009 die Berliner Leitlinien für Pferdefuhrwerksbetriebe beschert und 2012 stand im Bericht des Tierschutzbeauftragten Dr. Lüttke zu diesem Thema noch Folgendes. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, den Tierschutzproblemen mit Kutschpferden vor dem Brandenburger Tor und unter den Linden wurde mit den Berliner Leitlinien für Kutschpferde abgeholfen. Es gab aus Berlin keine Beschwerden im Berichtszeitraum. Gelegentlich kommen Briefe aus süddeutschen Tierschutzkreisen, die schlechte Haltung der Pferde beklagen und von der Stadt Berlin die Einstellung der Kutschfahrten verlangen. Diese Vorwürfe sind nicht gerechtfertigt. Den Rest erspare ich Ihnen hier, weil Sie können es selbst nachlesen. Es ist also auch dem Tierschutzbeauftragten schon sehr deutlich geworden, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Probleme mehr gab. Wenn wir heute in 2014 feststellen müssen, dass zum Beispiel Aspekte wie der Umgang mit Ständehaltung trotzdem unzureichend in den Berliner Leitlinien berücksichtigt sind, dann müssen wir das sicherlich klären. Die Überweisung der Anträge in die Fachausschüsse unterstützt die Linksfraktion und ich freue mich über die weitere zielorientierte Debatte im Ausschuss mit Anhörung aller Beteiligten. Nur die Pferde, die werden wohl wieder mal draußen stehen müssen. Ja.